Also, was wir brauchen, wir haben unsere Tomaten. Ich habe echte Tomaten, also frische Tomaten und auch eine Dosentomate, also eine Dose Tomaten. Ich habe eine Zucchini, ich habe Zwiebeln und ich habe eine Paprika. Ich persönlich habe mir schon die Arbeit gemacht und sehr viel Knoblauch geschnibbelt, weil ich halt Knoblauch liebe. Und ich habe auch schon vorbereitet relativ viel von Rosmarin, weil ich auch den Rosmarin so liebe. Haha, siehst du, Hast wie du so den viel klein Erfahrung. geschnitten? Bitte? Hast du den klein geschnitten, den Rosmarin? Ich hab ihn eigentlich gezupft und dann ein, zwei Mal mit dem Messer gewiegt, also nicht richtig klein geschnitten, weil dadurch, dass wir es auch einkochen, verliert er dieses Nadelige. Also Ah. zupfen reicht vollkommen. Okay. So, und was jetzt wichtig wäre, dass wir überlegen, hat jeder seine Reine oder seinen großen Topf, wo man das dann drin einkochen kann? Ja, also wo Wenn dann alle ja, Zutaten reinkommen, oder? nee, wo es dann eingekocht wird. Ach Also so. der Topf zum Kochen, ja, aber dann, wir müssen es ja dann noch bei 100 Grad im Ofen für 30 bis 40 Minuten sterilisieren. Also, ja, das ist doch super, ja. Sophie hat es in schön. Sag mal. Ich hab's ganz bayerisch in der Reine. Okay. Ja. Die müssen nicht bis oben dann mit Wasser im Wasser stehen, Ja. oder? Und wichtig Gläser. ist, dass wir jetzt also den Ofen auch rausräumen und bereits auf 100 Grad vorheizen. Weil wahrscheinlich jeder im Ofen ganz viel drin hat. Habe schon den ganzen Nachmittag gebacken, bei mir ist der Ofen leer. Okay. Ui. Ist das mit Ob- und Unterhitze oder? Also ich würde, ja, es ist mit Ober-Unterhitze oder Umluft. Also bei Umluft könnte, also 100 Grad ist gut. Bei Umluft könnte man jetzt theoretisch digital sagen, dass man 10% runter kann, also auf 90 Grad, aber es macht keinen Unterschied. Und ist egal. Und in welcher Höhe muss dann das da drin sein? Irgendwo in der Mitte, oder? Ja, es kommt immer drauf an. Also ich tue es schon ins untere Drittel, Ins weil untere. dadurch, ja, weil durch die Reine und durch die Höhe der Gläser ist dann im Prinzip der Sugo in der Mitte. Okay, gut. So, dann rühre ich das hier mal raus. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Ich weiß es nicht, also jetzt sind wir das am Einkochen. Manchmal nimmt man aber auch was von dem Sugo und möchte das einfrieren. Und ich habe immer das Problem, dass ich ein ganz, ganz kleines Gefrierfach habe. Ja? Und ich habe einen Tipp, ich habe, weiß ich nicht, irgend so eine kleine Verpackung, die ist 8x8 Zentimeter groß. Und in die tue ich einen 1-Liter-Beutel, Gefrierbeutel, und friere das da drin ein. Und dadurch kriege ich eingefroren solche Blöcke und kann diese Blöcke wunderbar in mein klitzekleines Fach einschichten. Wow, Wow. super, das ist eine Einfach nur super. so mal als Idee. Ja. Ja, sehr gut. Toll. Dann mache ich jetzt einen Umzug. Ich habe es jetzt gerade nicht mitbekommen. Ich glaube, du hast die Frage beantwortet. Das macht nichts, also wenn die nicht ganz reingehen. Nein, 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 die brauchen nicht ganz Okay. reingehen. Die Reine hat nur die Funktion, dass wenn wir dann diese halbe Stunde das bei 100 Grad pasteurisieren, dass in diese Reine unten
einfach von einem Wasserkocher ein Liter Wasser unten reingeschüttet wird. Okay. Also die Gläser sind im Prinzip im Wasserbad am Pasteurisieren. Okay, alles klar. Das ist nur das. Also da geht es wirklich nur um eine Schale oder so wie du deine Glasschale hast. Das ja. reicht vollkommen. Okay, ja super. Ja? Ja, dann fangen wir mal das Schnibbeln an. Ja. So, was schnippeln wir jetzt? Was machen wir? Muss ich immer gucken. Okay. Also, ich fange jetzt beim Schnibbeln definitiv mit den Zucchini an und mit den Zwiebeln, weil die zum Anbraten ist das Wichtigste. Dann kriegt die Zucchini dieses nussige Aroma. Und die Zwiebeln geben diese leichte Süße. Und wenn wir die Zwiebeln und die Zucchini angeröstet haben, dann kommen da die Tomaten dazu und die Paprika. Okay. Nochmal eine Frage, sollen wir das Ganze in einem großen Topf oder in einer großen Pfanne machen? Also das bleibt euch überlassen. Ich mache es in einem großen Topf. Okay. Ja, aber das könnt ihr in der Pfanne natürlich in der hochwandigen auch machen, weil es wird schon vom Volumen natürlich viel. Ja? Die Gläser kommen wieder schnell in den Ofen, weil wir das alles gefüllt haben. Genau, erst geht da ja. Also die Gläser, die wir gefüllt haben, im Ofen. Genau. Also das machen wir erst nachher, nur den Ofen vorheizen jetzt. Der wird jetzt einfach nur vorgeheizt, damit wir danach übergangslos, sage ich, den heißen Sugo sofort in den heißen Ofen bringen können. Und was für Stücke schneidest du die Zucchini? Die Zucchini schneide ich dann eigentlich immer der Länge nach und würfel sie dann, weil es eine größere Oberfläche hat. Kann ich euch zeigen. Wenn die Zucchini. Und halbiere die. Und wir geben einen Papier. Mach solche Scheiben. Und die Scheiben tue ich dann einfach in lauter kleine Stifte machen. Dann habe ich eine größere Oberfläche, die dann später schön karamellisiert. Kanntest du die Antoinette gerade, die da war? Ich weiß nicht mehr genau, welche Antoinette das war. Ich habe nur Antoinette gesehen. Ja. Okay. Ja. Nee, weiß ich. Wie viele Zwiebeln habt ihr jetzt? Einfach Zwiebeln? Eine. Okay. Und eine große Zucchini, das eine gab es nicht. Ja. Und es kommt jetzt nicht darauf an, dass ihr besonders fein würfelt oder wie auch immer. Es kommt, ist halt so, ich persönlich mag den Hugo schon relativ grob. Ich habe natürlich auch einen Zauberstab, mit dem ich zum Schluss nochmal durchgehe, um eine gewisse Sämigkeit zu kriegen. Aber es muss jetzt nicht alles so klitzeklein, fein gewürfelt oder gestiftelt werden. Okay. Ich habe ihn immer zu und mache dann immer so monstermäßige Millimeterwürfelchen, aber. Eigentlich ist es nicht wichtig, aber das bin ich so gewohnt. Danke. Ja.
Also habe ich das richtig gehört, dass man am Schluss mit dem Zauberstab das Ganze noch verkleinern kann? Das ja. Mit dem Zauberstab mache ich eben zum Schluss nur, um eine gewisse Sämigkeit zu erreichen. Ja, muss nicht okay. Dann mache ich das auch so. Aber dann brauchen wir ja einen Kopf und keine Pfanne, oder? Weil sonst gibt es schwer mit dem Zauberstab. Ja, das wird... Wie bist du denn dafür? Was? Christian, wie hat es eigentlich bei dir angefangen, dass du das Kochen gelernt hast? Christian? Bitte? Hörst du uns? Jetzt, ja, ich bin am Schnibbeln. Wie hat denn das bei dir angefangen, dass du so zum Kochen angefangen hast? Oder machst du das immer? Also ich habe den Vorteil, dass ich von zu Hause aus immer, also bei uns zu Hause hat am Wochenende immer der Papi gekocht. Die Mami hat unter der Woche gekocht, wenn der Vater heimkam, dann hat der Vater gekocht. Und der hat immer einen riesen Hohau drum gemacht. Und der hat immer so gedacht, wir müssen nur da kochen. Ja? Aber dadurch haben wir Kinder, also mein Bruder genauso wie ich, haben wir einfach diese Liebe zur Nahrung, zum Lebensmittel irgendwie erfahren. Also dass man auch aus dem Einfachsten mit ein bisschen Liebe einfach was machen kann. Ich sage aber, ich kenne mich eigentlich seit dem 16. Lebensjahr bloß am Kochen. Zwiebeln hast du, Christian? Du hast einige Zwiebeln, gell? Wie viele hast du? Ich habe zwei Zwiebeln genommen. Ich habe zwei genommen. Okay. Ja. Es gibt leider noch kein Geruchsvideo, aber es riecht schon ganz toll mit der angebratenen Zucchini. Ach so. Bist du schon beim Anbraten? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Mach das alles immer nebenher, während das eine. Ich tue die einfach schon rein, weil die Zucchini, die Zwiebeln und ja im Prinzip die Paprika am längsten brauchen. Aber hast du da in den Topf Öl oder irgendwas getan? Bitte? Hast du irgendwie Öl oder sowas unten in den Topf getan? Ja, natürlich. Gut. Ohne Öl geht gar nichts. Aber bitte nehmt kein Olivenöl, wenn ihr habt, ja? Oh, was? Ja, nie. Also ihr dürft doch zum Kochen nie Olivenöl nehmen. Ich habe nur Olivenöl. Olivenöl darf nicht heiß werden. Deswegen muss man immer ein Sonnenblumen- oder ein Rapsöl dabei haben. Ich habe jetzt Olivenöl genommen. Ja, dann nehmt ihr Olivenöl. Aber merkt euch für die Zukunft. Das Olivenöl ist viel zu kostbar, um damit scharf anzubraten. Weil das Olivenöl gar nicht so heiß werden darf. Ja. Das stimmt. Also ich habe eins genommen, das jetzt nicht so zum Rohessen ist, sondern zum Kochen tatsächlich. Ja, sicher. Das geht schon auch. Aber wie viel Knoblauchzehen hast du genommen? Also ich habe jetzt hier drei habe ich. Kommen aber noch nicht rein, ne? Ja. Nee? Und wenn ihr Knoblauch verwendet, dann den Knoblauch auch möglichst am Anfang mit in den Anbratprozess reingeben, weil ja dann das ganze Aroma schon wieder in das Fett gibt. Das ist ja das Schöne beim Knoblauch. Ja. Also nur noch mal zusammenfassen. Ich habe jetzt die Zucchini in die heiße Pfanne getan und warte, bis die jetzt ein bisschen anbrutzeln. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Und dann tue ich die Zwiebeln dazu, dann tue ich den Knoblauch dazu und dann schnippel ich mir jetzt meine Paprika. Die kommt also von den hart kochenden Gemüsesorten als letztes dazu. Okay. Okay.
eine Zwiebel. Wenn schon, den schon, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Ein bisschen mehr machen. Ramona, was macht denn dein Sohnemann? Mein Sohnemann, der darf Fernsehen schauen. Ja. Weil das würde das schwierig sein. Der darf sich gerade Gartenfilm anschauen. Okay. Dann ist es für ihn ja auch schon fast wie Weihnachten, wenn er mal so Fernsehen darf, oder? So sieht's aus, der freut sich. Ja, der hat eine die Couch bekommen, der ist ein Sekunde. Was hast du denn heute alles gebacken? Ja, ich? Ja. Ein Brot gebacken und eine Cake mit Roquefort und Birnen. Ui. Und Walnüssen. Und dann habe ich noch einen Fischteig vorbereitet, aber das habe ich noch nicht. Wow. Fein. Und was für ein Brot hast du gebacken? Das immer gleiche leckere Dinkelbrot. Dinkelbrot mit Sonnenblumenkernen. Ui. Von der Alina. Ah, fein. Eine Suppe im Kühlschrank für die nächste Runde Brot trocken. Das ist wirklich so simpel mit diesem Rezept. Oh ja, so hat es getroffen. Wir haben ja noch gar nicht angestoßen. Ja. Das ist ein Was? Das ist auch fein. Auch fein. Zum Trinken. Was? Zum Wohl. Zum Wohl. Moment, ich habe noch nichts. Lecker, oder hatte die Ulrike? Ja. Moment, Tino. Ja. Hallo, Stefan. Wie geht's euch? Gut. Gut. Wie geht's dir? Auch gut, ja. Sehr gut. Stress, weil ich mir noch ein Exposé geschrieben habe, weil wir da so ein Baumthema gerade haben. Ui, der Zeitung. Ja, Immerhin im Lokal. Okay. Im Lokalzeit des Merkurs. Ja, cool. Super. Ja, wir haben da so eine Baumfällung kritisiert. Ah, okay. Jetzt gerade wir haben da einen totalen Kahlschlag mit unserem wunderschönen Kuchenwald gemacht. Ja. Und da hat Stefan jetzt aufbegehrt. Ich schicke mal den Link auf. Ja, ja. So gut alt, das aber gut. Oh ja, Mann. Ich habe inzwischen im Internet viel schlimmere Vorgänge als leider sind die Waldleute zum Teil völlig daneben. Oh Mann. Ich bin noch Holz verkaufen, bevor es kaputt geht. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ja. Habe ich jetzt den Anlass genommen, noch ein BR- und ZDF-Exposé zu schreiben. Ja, cool. Ja, absolut. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an Christian, bitte.
Okay. Ja. Ciao. Der Knoblauch, der kommt dann kurz bevor wir die Tomaten reintun, oder? Oder soll der nicht mit anbraten? Der Knoblauch sollte einfach nur so wie die Zwiebeln einfach noch so ins Fett, damit das Aroma auch in das Öl übergeht. Also schon jetzt, bevor die Tomaten reinkommen, ne? Genau, ja. Ah, okay. Ich habe jetzt die Paprika so julienne geschnitten. Na ja, mein Gott, Starköchin. Danke. Wann salzen wir denn? Bitte? Wann salzen wir denn? Ich habe mich leider nicht verstanden. Wann kommt denn Salz rein? Salz bei so etwas, wenn ich einkomme, natürlich ganz, ganz zum Schluss. Ah, okay. Weil das Salz schließt beim Kochen die Poren. Nicht nur beim Fleisch, deswegen soll man Fleisch ja beim Anbraten auch nicht salzen. Mhm. Und deswegen, jetzt sollen die ganzen Aromen von dem Gemüse erst einmal zusammenkommen. Und ganz zum Schluss kommt Salz und Pfeffer. Und dann zum Schluss auch der Rosmarin? Zum Schluss auch der Rosmarin und ich tue zum Schluss noch ganz fürchterlich wild Chili mit dazu, aber weil ich das halt scharf. Okay. Ja. Ich muss immer erst versuchen, dem Gemüse die Möglichkeit zu geben, dass es eine Verbindung miteinander aufnimmt. Mhm. Also beim Einkochen, dass die Aromen gegenseitig sich befruchten und nicht, dass sie gestört werden durch sowas wie Salz, Pfeffer, Chili oder sowas. Okay. Ja. Hast du frisches Chili? Christian, hast du frisches Chili? Nein. Ich habe Chili aus meinem Garten und da habe ich mein böses Erwachen gehabt, weil ich letztes Jahr nicht gedacht habe, ach, ich tue mir jetzt, habe mir ja nicht mit Corona gerechnet, ich tue mir jetzt einfach mal so ein paar tolle Chili-Sorten anpflanzen, habe ich gemacht, sind auch alle ganz toll geworden, weil Chili braucht ja gar nicht so viel Wasser. Ja. Das ist dann irgendwie verloren gegangen von, sag ich mal, der Pflanzung im Mai bis zur Ernte im Oktober. Und dann hatte ich so ganz viele lustige rote, grüne und gelbe Früchte. Ja. Aber ich wusste nicht mehr, was in der Schärfe ist. Das hatte ich mir am Anfang mal aufgeschrieben, aber das war natürlich dann weg. Und jetzt habe ich hier so gelbliche drin. Ich weiß nicht, ich sage immer Becquerel, aber das stimmt natürlich nicht. Wir haben irgendwie 7000 Becquerel. Da habe ich letztens was mit gemacht, das konnte ich fast nicht essen. Oh, so schade. Das werde ich jetzt ja wieder machen, aber dieses Jahr werde ich die armen Pflänzchen beschriften. Lade es mal an. Ja. Habt ihr die Paprika schon dazu getan? Ja. Ich habe jetzt gerade angefangen, die Paprika mit reinzutun. Okay. Ja, mach ich auch gleich. Also es röstet schon ganz gut, ne? Ist schon so richtig braun. Ja, bei mir auch. Genauso wie bei mir ganz verführerisch. Ja, auf jeden Fall. Ganz super. Zusammenreißen und die ganzen Löffel in den Kopf reingehen. Bitte? Zusammenreißen und die ganzen Löffel in den Kopf reingehen. Ja, aber das machen wir später zum Abschrecken.
Eigentlich auch heute schon essen müsste. Aber natürlich, also ich hab mir jetzt schon Nudeln gekocht, weil es geht ja um, in unserer Idee geht es ja um das Konservieren. Aber selbstverständlich kann man das jetzt frisch sofort mit ein paar leckeren Spaghetti oder mit ein paar Rigatoni kann man das jetzt sofort essen, ja klar. Ja, wunderbar. Sehr gut, natürlich. Den Rosmarin jetzt auch dazu tun zu dem anderen oder also, noch nicht? Wenn ihr die Paprika reingetan habt, ab dann könnt ihr auch den Rosmarin rein. Okay. Ja. Auch schon der Chili? Also Chili könnt ihr jetzt auch schon reintun. Ich habe ihn schon reingetan, weil der Chili dann, naja, je länger er mitkocht, desto schärfer wird er ja nun. Okay. Und ich hole jetzt tatsächlich noch einen Chili von meiner eigenen Hausernte vom Balkon. Oh, super! Wir sind jetzt so halb abgehört. Das ist jetzt mit dem Frost der letzten Tage ein Semifreddo. Wie bitte? Ein Semifreddo. Ah, ja. Ja. Ist auch ganz ordentlich. Bist du schon bei den Tomaten, Christian? Also ich bin jetzt ganz zum Schluss, fange ich dann an, die Tomaten dazu zu geben und eben auch die Dosentomaten als allerletztes, weil die ja theoretisch gar nicht mehr gegart werden müssen, sondern die veredeln wir ja jetzt nur dadurch, dass wir so einen schönen Sud haben. Okay. Also ich gebe ein bisschen Tomaten dazu, ja. Aber kein Wasser. Noch kein Wasser. Okay. Das Wasser, es kommt jetzt dann, wenn es jetzt ein bisschen angeschmort ist, dann geben wir Hafer, also 250 Milliliter Wasser hin. Okay. Und meine Dosentomaten kann ich die jetzt so rausnehmen und klein schneiden, ne? Und ohne den Saft erst genau, machen. Ich nehme die jetzt einfach einzeln raus. Und schneide die grob klein, grob reicht voll. Okay. Thank you.
Und die geschnittenen Tomaten in dem Topf, ne? Zu dem Gemüse. Bitte? Die geschnittenen Tomaten zum Gemüse in den Topf. Zum Gemüse. Das soll jetzt einfach schön zusammenkochen. Ja. Wichtig ist halt nur, dass als erstes die ganzen frischen Zutaten miteinander kochen. Und dann kann man die Die Verlängerungszutaten, die aus der Dose sofort dazugeben. Au, Baja. Der Ofen, wenn er aufgeheizt wird, der riecht noch so lecker nach Weihnachtsplätzchen. Also es ist schon sowas von sicher, dass ich davon heute Abend was essen werde. Ja. Es sieht so gut aus. Das Schöne, es sieht so schön aus, es duftet so schön und wir haben wieder einfach nur so basic Lebensmittel, mit denen es einfach Spaß macht zu kochen. Ja, ist gut. Was ich immer mache jetzt mit so einer Dose, wenn ihr Dosen auch hattet, ich nehme die jetzt natürlich um die, was weiß ich, was 250 Milliliter Wasser mit hinzuzufügen, aber dann tue ich die spülen, lasse diesen Deckel dran und hebe die auf. Und ja, im Frühjahr, wenn dann, entweder mache ich es selber oder es gibt es ja auch manchmal zu kaufen, und dann hat man einen lieben Freund oder eine liebe Freundin, dann pflanze ich da eine Tomatenpflanze rein und verschenke es. Ach süß, aha, super. Weil das ist nämlich was ganz Süßes. Eine gute Idee. Könnten wir gleich als Veranstaltung machen. Stimmt. Da habe ich ein irres, ich nenne das jetzt Rezept, gerade für die Aufzucht von Tomatensamen. Das habe ich im Internet gefunden, das heißt Kalinka Küche irgendwo bei YouTube. Und das ist sowas von abstrus, dass das gar nicht funktionieren kann. Und das funktioniert. Die nimmt einfach eine Tomate, schneidet eine Scheibe davon ab, legt diese Scheibe mit den Samen auf Erde, gießt kochendes Wasser drüber. Vier Tage hast du Keimlinge. Was ist in 4 Tagen? Keimlinge. Also das kochende Wasser ist eben für das, also die Samen haben eine Biochemie in sich, damit sie ja nicht vorher keimen in dieser glitschigen Flüssigkeit des Fruchtkörpers. Das wird zerstört durch das kochende Wasser. Ich hatte in 4 Tagen kleine Tomatenpflanzen. Ach, super. Totaler Wahnsinn. Genial. Super. Der Wahnsinn. Ja, also das ist so, vielleicht machen wir mal irgendwie so ein, sowas mit so Live-Hacks. Ja, das wäre toll. Super. Das ist echt, ja. Fantastisch, da kann ich staunen, da bin ich wie ein kleines Kind. Das wäre was für deinen Sohn. Ja. Einfach nur. Unbedingt. Dann sieht er sofort, ja, das funktioniert. Ja, unbedingt. Vor allem brauche ich sowas wirklich unterstützen, weil ich gehöre leider zu den Leuten, die sich einen Stockrosmarin kaufen, damit er etwas länger lebt. Das heißt, nicht mehr überlebt werden. Ja. Kenne ich. Ist dann gerade ein bisschen tiefer gehen, man sieht deine Augen gar nicht, wenn du so vor der Kamera bist. Ja, ich muss dann jetzt, wenn die Kamera so eingestellt ist. Ja. Okay. Danke. Aber du lässt den Deckel dran, oder? Nee, ich lasse den jetzt wirklich dran. Ich stelle das halt ins Kammerl. Da muss man halt aufpassen, dass man sie nicht schneidet. Aber wenn da jetzt was reingepflanzt ist mit dem Deckel dran, dann sieht das so aus, als ob die Pflanze wirklich optisch für Leute. Als ob die Pflanze den Deckel aufgemacht hat, weil sie so gewachsen ist. Ja, cool, okay. Das ist so ein krasses. Tolle Idee. Du hast jetzt aber noch kein Salz und Pfeffer rein, oder? Nein, habe ich noch nicht. Ich werde es jetzt dann erst einmal abschmecken, ohne Salz und Pfeffer. Mhm.
meistens, ich bin gespannt, was ihr sagt, meistens stelle ich fest, dass ganz, ganz wenig Salz fehlt, weil nämlich das Gemüse an sich so schön schmeckt. Wir denken immer, natürlich ist Salz ein Geschmacksverstärker und Träger. Aber wenn ihr das jetzt probiert, werdet ihr sehen, dass ihr vielleicht sagt, oh Gott, so viel Salz muss da gar nicht rein. Und wenn du sonst in Rezepten heißt, halt einen Teelöffel Salz oder was weiß ich was, das soll jeder für sich, aber ich jetzt, wenn das so vor sich hin schön vor sich hin geschmort hat, werdet ihr sehen, wahrscheinlich brauchen wir ganz wenig Salz. Okay, super. Ja? Und wie lange soll das jetzt schmoren? Also ich würde jetzt einfach sagen, vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, weil es muss ja nicht durchgaren, weil das Durchgaren ja in der halben Stunde im Ofen noch vervollständigt. Ah, okay. Und den Saft aus den Dosen, den nehme ich noch auf oder soll ich den dazu tun? Ja, den habe ich schon reingekippt. Ah, okay. Und dann habe ich die Dose, noch mit, sage ich jetzt, ein Drittel mit Wasser ausgespült und gefüllt und habe das dann auch rein. Okay. Oh, das ist aber scharf. Kann ich mehr sparen. Ich habe noch ein bisschen Wookie-Dosen gefunden. Und die sind total super. Ja. Ich mag die auch. Ich finde auch das Tomatenmarken so lecker. Ja. Ich habe da kenne ich nur die kleine. Die ganz, also weißt du, die kleine Dose. Ja, ja. Ja, das ist toll. Das muss ich echt ausprobieren mit diesen Tomaten. Ja, ich auch. Den finde ich auch total schön, diese Dosen, die ich da jetzt bekommen habe. Das Oro di Parma, ganz knallrot. Richtig schön. Ja. Also ich finde immer, man kann sofort wieder so ein Upcycling draus machen, was einfach viel Spaß macht und von der Idee einfach lustig ist. Ja, super. Einfach Spaß. So, gibt es jetzt bin ich von der nächsten Kochveranstaltung, Christian. Ist, glaube ich, schon geplant, oder? Nächste Kochveranstaltung ist schon geplant, oder? Ihr habt schon was ausgeklügelt, oder? Ich habe ja mit Anne schon geklügelt. Sehr gut. Also, wir werden schon. Also, nächstes Mal im Februar machen wir karamellisiertes Apfelkompott. Dann gibt es nämlich noch schöne Winteräpfel. Ja? Dann hatten wir gesagt, vielleicht Blaukraut mit Äpfeln und Pilzen zum Einkochen. Ja, weil das ist dann immer noch Einkochen. Und dann hätten wir unter Umständen im Frühjahr, müssen wir dann gucken, da richten wir uns auch ein bisschen dann schon nach dem, was dann angeboten wird, Fenchel mit Oliven und Orangen. Boah, super. Das mache ich im Sommer immer. Das kann man nämlich kalt aus dem Glas essen. Das ist oh, toll. Wir machen immer nur Sachen, die es eigentlich gar nicht erleben, dass sie aufgehoben werden. So genau. Weißt du, was ich mal gesehen habe? Das habe ich aber leider danach nie wieder gesehen. Ich hatte eine Bekannte, die kam aus Syrien und dann habe ich den Kindern Nachhilfe gegeben. Das ist schon ewig her. Und die hat auch immer alles selber eingelegt. Und die hat Roma-Herzen eingelegt. Sauer eingelegt. Das ist so unfassbar gut. Ich kann es euch gar nicht sagen. Romana Salat oder was? Genau.
einfach so machen. Und ich hatte das nur eingelegt probiert und dachte, naja, was ist denn das? Weil ich noch nie eingelegten Salat gegessen habe. Aber das ist so. Ich habe ein Rezept für so sauer eingelegten Chinakohl. Das müsste man dann ausprobieren. Mhm. Aber ich war dann einmal dabei. Blockiert gerade. Jetzt bist du wieder da, Roman. Ah. Jetzt warst du gerade kurz weg. Okay. Nee, das waren eben diese Roma-Herzen, die waren so sauer eingelegt und waren so gut. Ich weiß nur leider nicht, wie sie es gemacht haben, weil ich bin kein Einlegerin. Ja. Aber das war wirklich unfassbar lecker. Also da gucke ich mal, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das Einlegen von Chinakohl und das ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Und das sauer Einlegen ist im Prinzip auch ja nur eine Form der Fermentierung. Ja. Da gucke ich, ob ich da was finde. Ja? Sehr gut, komm am Essen dabei. Ja. Pläne sind gemacht. Ja? Sehr gut. Sehr gut. So, wie schnürgelt es bei euch? Bei mir ist es, sieht es sehr, sehr gut aus. Bei mir auch. Versuch das mal zu zeigen. Ja, fein. Schnürgelt. Sehr gut. Ja. Zeig auch mal meine Pfanne. Wenn, vielleicht noch abstecken. So. Sieht man das? Ja, fein. Ganz schön voll. Ja, also wenn es jetzt viel blubbert, dann muss ich nachher viel putzen. Ja. Ich habe natürlich fein. Sehr gut. Na komm, dann zeige ich auch mal. Ja. Zeigt hier eure Töpfchen. Jetzt hängt's. Genau. Jetzt hängt es wieder weg, Ramona. Ich denke, das ist auch wegen der Datenüberlastung mit dieser Corona-Geschichte, dass jeder irgendwie immer irgendwie im Internet ist. Ja, wir haben schon festgestellt, über WhatsApp geht super. Aber das halt WhatsApp, ja. So, Romana, jetzt haben wir leider nichts gesehen. Das gute mein Problem ist, ich glaube, das liegt daran, weil mein WLAN reicht genau bis zur Hälfte der Küchenwand. Oh ja. Ja, das auf sehen wir jetzt noch. Schau mal. Genau. Ich glaube, wir kommen die Zeit hier weg. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt nehmt euch einfach mal einen Löffel und probiert mal vorsichtig, es ist glühend heiß, probiert mal und dann entscheidet ihr, ob, also wie viel Salz ihr zugeben möchtet. Mhm. Jetzt, was ich jetzt habe, ist die totale Frische. Heiß. Heiß. Bisschen schon, ja. Bei mir auch. Ja, gegen ein bisschen spricht ja nichts, aber ja. Versteht ihr jetzt, dass, wenn jetzt im Rezept drinstehen würde, ein Esslöffel Salz, ist jetzt wahrscheinlich, ich denke auch für euren Geschmack dann, wahrscheinlich zu viel. Jetzt jetzt ein bisschen, dann probiert er nochmal. Aber die schönen Sachen brauchen gar nicht viel. Ja. Und ich tue auch ein kleines bisschen. Pfeffer. Also ich mache keinen Pfeffer mehr dazu. Die Chili war verschrumpelt. Auf dem... Ja, also ich tue jetzt, meins ist sehr scharf, ich tue jetzt auch keinen Pfeffer mehr dazu. Aber weil die Chilis machen da jetzt schon ein Riesending. Ich habe hier keinen Pfeffer. Würdest du das nehmen oder würdest du eher normalen Pfeffer nehmen? Nee, ich würde schon den groben Pfeffer nehmen. Nee, Zitronenpfeffer. Also ich würde jetzt normal nehmen, weil der Zitronenpfeffer wäre mir jetzt zu schade. Okay. Weil ich finde den Zitronenpfeffer schön, wenn man den ganz frisch irgendwo drauf tut, wegen den Aromen, aber die verkochen natürlich den Zitrus auch. Ja, okay.
Schmeckt richtig gut. Also, toll. Ich bin froh, dass ich später meine Nudeln dazu habe. Weil es einfach so frisch ist und schön und auch. Boah, aber die Chili. Und Kaugesalz. Ja, super. Boah, aber die Chili merkt man schon. Ja, das ist perfekt, ja. Super. So, und jetzt nehmen wir die ganzen Sachen vom Herd, stellen die mal auf ein Holzbrett oder wie immer ihr das macht. Und dann fülle ich die Sachen in Gläser. Schlappinchen bin, ja, habe ich mir das angewöhnt, dass ich immer Wasser im Spülbecken habe. Wenn ich die jetzt eingefüllt habe, die Gläser und den Deckel drauf, dann nehme ich die und tue sie einmal im Wasser sofort wälzen, weil dann mein Geschlamsel, was ich nicht ordentlich eingefüllt habe, ist dann sofort weggewaschen. Dann habe ich den Wasser noch geklappt. Die Gläser machen wir zu sofort, ne? Bitte? Die Gläser schließen sofort. Und die Gläser werden dann feste geschlossen. Und du machst sie schon gut voll, oder? Ja. Also ich lasse oben einen Zentimeter rein. Also schon ziemlich fest zumachen oder einfach. Also richtig fest zu, ja. Also da muss man keine Luft mehr entweichen oder sowas, sondern die können jetzt richtig feste zugemacht werden. Weil es jetzt auch nicht zu einem großen Vakuum kommt, weil wir hier etwas Heißes in die Gläser einfüllen und das wieder in die heiße Umgebung bringen. Okay. Wenn das Glas nicht mehr ganz voll wird, oder? Nee, das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Okay. Das mache ich auch nicht, weil das nicht üblich für heute. Ja. Erstaunlich, dass meine ganze Sammlung von Gläsern mit Deckel gerade komplett im Einsatz ist. Ja, super. Los machen mit Christian. Ja.
keine Nierenlager gelagerten Gläser mehr. Ich bin auch mit meiner Sammlung durch, so ist es nicht. Denn die Joghurtgläser und alles ist jetzt verarbeitet. Also langsam muss ich wirklich darauf achten, beim Supermarkt, wenn ich einkaufen gehe, dass ich was besorge oder auf etwas Lust habe, was im Glas ist. Ja. Ich kaufe immer nur im Glas. So. Muss man jetzt den Wasserkocher mal anschmeißen? Meiner ist nämlich nicht gut. Wenn wir die Gläser gemacht haben, dann können wir den Wasserkocher anmachen. Ich ja überall immer sehr schnell. Ich habe jetzt keinen Stress, um das in einer Reihenfolge zu belassen. Wie schaut es bei euch aus? Fertig, ja. Abgefüllt. Ja, voll. Also ich habe meine jetzt einfach schon so in die Reihe gestellt. Oder in den, wie auch immer. Und das Einzige, was man jetzt bedenken sollte, ist, dass sich die Gläser nicht berühren. Ah, okay. Das ist aber, es kommt aus einer Zeit, als man keine wirklich kochfesten Gläser hat. Heute, ich habe festgestellt, es macht eben keinen Unterschied. Es war halt früher so, wenn sich die Gläser berührt haben und es war eigentlich was dabei, was nicht ganz kochfest war, dann hat es das zerrissen. Spannenden. Aber das gibt es heute an sich, sage ich vorsichtig, nicht mehr. Aber ich schaue halt trotzdem immer noch, dass sie irgendwie einen Zentimeter aus. Gut. Okay. Und jetzt muss das Wasser kochen, ne? So, und jetzt machen wir uns ein kochendes Wasser. Ramona hat jetzt ein neues Account. Ah, beim Handy. Ich bin im Handy. Irgendwie will man das gar nicht mehr. Ja, das ist super. Die Qualität ist sehr gut beim Handy. Besser. Dann machen wir uns jetzt den Wasserkocher. Einfach mal eine große Flur Wasser. Und mit dem kochenden Wasser füllen wir dann den Topf oder die Reine auf, in der wir das einfüllen. Gelegenheit bin ich immer sofort alles am Spülen und mache Kuchen. Wenn ich fertig mit Essen bin, bin ich auch fertig mit Putzen von der Spüle. Meinen Ton aus, weil sonst hört man den alten Wasserkocher. Und das mit dem kochenden Wasser füllt man jetzt die Reine. Und das kochende Wasser ist jetzt nur für die Reine gedacht.
dass wir in das kochende Wasser die heißen Gläser stellen, dass der vorgeheizte Ofen mit 100 Grad jetzt nicht noch die Arbeit hat, erst das Wasser aufzuheizen, sondern dass sofort diese 100 Grad zur Verfügung stehen zur Konservierung dieser Lebensmittel. Okay. Ist das okay? Ja. Ach so. Ja, ich bin auch noch nicht so weit. Ach so. Bei den Gläsern, es kommt immer drauf an. Ich sag mal, bei Gläsern bis 800 Milliliter Inhalt geht man davon aus, bei 100 Grad vielleicht 40 Minuten. Wenn ihr jetzt mal irgendwie etwas in kleineren Portionen macht, also dass ihr nur kleinere Gläser habt, ja, dann ist eine halbe Stunde auch vollkommen ausreichend. Okay. Und also wenn man jetzt richtig große Gläser hat, wie meine Großmutter, die hat halt so 1,5 Liter oder 2 Liter Gläser gehabt, das war dann schon eine gute Stunde im Ofen. Ja. Ja? Also ich gieße jetzt auch mal. Also, ja, mein Wasser ist noch nicht so warm. Du meinst sowas etwa 45 Minuten, oder? Also 40 Minuten, ja. Und die Gläser sind jetzt zu so viel im Wasser? Genau, also eigentlich sollten sie einfach nur 2 Zentimeter, 3 Zentimeter im Wasser sein. Okay, ja. Gut. Weil das auch wieder nur ein Schutz ist, dass das Metall, was sich ja schneller aufheizt als das Glas, damit nicht die direkte Wärmeübertragung ist und dass die im Wasserbad nicht langsam erhitzt. Okay. Oh Gott, ich hoffentlich zerspringt es nicht. Okay, und dann einfach rein. Und dann einfach in den Ofen und die Uhr stellen. Oh, schön. Wahnsinn. Meine brutzeln schon. Sieht ja bilderbuchmäßig aus. Dann kann man jetzt eigentlich die Paste anschmeißen. Ich habe jetzt meine kleine Portion hier liegen und jetzt schmeiße ich die Paste an. Und bis die dann fertig ist, ist der Ofen dann mit einer halben Stunde oder sowas auch durch. Cool, toll. Ja. Wunderbar. Das Wichtige ist halt, das funktioniert mit allen Lebensmitteln inklusive Fleisch. Also so kocht, also wenn man irgendwann mal zu viel von irgendetwas hat oder ich sag mal, es war was im Angebot und man möchte einen großen Topf Geschnetzeltest machen, dann kann man das machen und kann sagen, okay, wir essen heute Abend Geschnetzeltes und ich mache uns einfach noch 3 Gläser oder 4 Gläser ein und die können dann ungeöffnet und ungekühlt, wenn sie so eingekocht sind, mindestens ein Jahr aufgehoben werden. Toll, wow. Super. Das ist echt klasse. Das ist eine schöne Geschichte und es ist halt oft irgendwie vergessen worden. Man denkt immer, alles muss irgendwie nur eingefroren oder was auch immer. Nee, also die Energie wird jetzt reingesteckt, um sie einzukochen durch diese 100 Grad im Ofen, aber danach braucht man keine Energie mehr dafür. Ja. Klasse. Ja, ja, super. Ich will mal ein Foto machen. Ja, ich auch.
Das ist wirklich top. Mein Wasser, wenn ich so hinterher. Es ist so erstaunlich, also ich muss über 50 werden, um überhaupt das erste Mal in meinem Leben sowas zu machen. Bin ich über 70, Mensch, was soll ich denn sagen? So cool, macht echt so Spaß. Ja, finde ich auch. Echt. Klasse. Ja, toll, dann stelle ich mal den Wecker und dann kann man das in 4 Minuten. Ja, und dann einfach rausnehmen, abkühlen lassen und irgendwo dann hinstellen. Rein. Genau, dann kommen sie wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich ziemlich egal, wo die stehen, ob in der Kammer oder. Dann ist egal, wo sie stehen, wahrscheinlich, wenn sie fertig sind, oder die Gläser? Wenn sie fertig sind, sie müssen nicht gekühlt, sie können hell, sie können dunkel stehen. Also in unseren heutigen Wohnungen, wo wir überhaupt keine dunklen Plätze mehr haben, selbst die Keller laufen Heizungsrohre durch, die Keller sind warm. Also sie können stehen, wo sie wollen. Und wenn die halbe Stunde rum ist, empfehle ich mache es immer so, Ofen aus, mach die Tür auf, aber lass es einfach bis morgen früh drin stehen. Okay. Weil ich brauche das heiß nicht anfassen. Und dann tue ich es ganz langsam runterkühlen und morgen früh tue ich es raus, dann kann ich alles anfassen, verbrenne mir die Finger nicht und fertig. Super. Super. Schön. Toll. Sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Genial. Ja, und euch jetzt erstmal auch einen guten Appetit, wenn ihr euch eine Portion aufgehoben habt. Genau. Das würde ich auch gerade sagen. Genau, guten. Mit frischem Gemüse.